Hallo, mein Name ist Cyrus und ich bin von der Internationalen Medizinischen Ernährungsorganisation PAN, der Physicians Association for Nutrition. Eine Frage, die immer wieder sehr kontrovers diskutiert wird, ist die, wie viel Fleisch wir essen sollten, speziell wenn es um rotes und verarbeitetes Fleisch geht. Um dieser Frage wissenschaftlich nachzugehen, haben die Mitglieder des sogenannten Nutrirex-Konsortiums im Oktober letzten Jahres diese Studie in dem medizinischen Fachjournal Annals of Internal Medicine veröffentlicht. Auf Basis ihrer Ergebnisse aus insgesamt 5 durchgeführten systematischen Übersichtsarbeiten, davon 3 Systematic Reviews plus Meta-Analysen und 2 weiteren Systematic Reviews, haben die Autoren die konkrete Empfehlung ausgesprochen, dass Erwachsene ihren aktuellen Fleischkonsum beibehalten sollten. Und zwar sowohl den Konsum von rotem Fleisch, also Muskelfleisch aller Säugetiere wie Rinder, Kälber, Schweine oder Lämmer, als auch den von verarbeitetem Fleisch, also so etwas wie Würste, Salami, Schinken oder Speck. Weil diese Empfehlungen drastischem Widerspruch zu allen geltenden internationalen medizinischen und ernährungswissenschaftlichen Leitlinien stehen, war das mediale Interesse an dieser Hauptaussage natürlich sehr groß. In diesem Zusammenhang sind unter anderem Schlagzeilen entstanden wie diese hier im Fokus oder auch diese, ursprünglich erschienen in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Obwohl sehr bald nach der Nutrirex-Veröffentlichung einige hochqualifizierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, unter anderem Professor Dr. Martin Smollich vom Institut für Ernährungsmedizin der Universität zu Lübeck, auf eklatante Mängel bezüglich der Studie hingewiesen haben, scheint es bezüglich der Publikation weiterhin Klärungsbedarf zu geben. Das ist unter anderem vor kurzem wieder deutlich geworden anhand eines Artikels, der im Deutschen Ärzteblatt erschienen ist und dessen Argumentation zu einem großen Teil auf den Veröffentlichungen des Nutrirex-Konsortiums fußt. Diesen anhaltenden Klärungsbedarf wollen wir uns in diesem Video mal zum Anlass nehmen, um genauer zu schauen, welche Besonderheiten in der Studie vorgelegen haben, die zu diesen doch sehr kontroversen Empfehlungen geführt haben könnten. Und dazu widmen wir uns diesem Artikel mit der Überschrift Rotes und verarbeitetes Fleisch und Gesundheitsrisiken. Wie stark ist die Evidenz, der im Februar dieses Jahres im Journal Diabetes Care erschienen ist, das zu einem der wissenschaftlichen Fachjournale der amerikanischen Diabetesgesellschaft zählt. Inhaltlich beziehen sich die Autoren konkret auf die Nutrirex-Veröffentlichung und weisen auf 5 Hauptpunkte hin, die es in der Beschäftigung mit den Daten zu beachten gilt. Erstens, Limitation des sogenannten Grade-Systems bei der Bewertung ernährungswissenschaftlicher Evidenz. Und damit verbunden Punkt 2, die Rolle prospektiver Beobachtungsstudien in den Ernährungswissenschaften und der Entwicklung von Ernährungsempfehlungen. Drittens, Fehlinterpretation der Women's Health Initiative als eine Fleischreduktionsstudie. Viertens, Lebensmittelpräferenzen als Begründung für den fortgesetzten Fleischkonsum. Und fünftens, die fehlende Berücksichtigung jeglicher Auswirkungen von rotem Fleisch auf die Umwelt. Wir werden diese 5 Punkte im Laufe des Videos nacheinander durchgehen, um etwas besser zu verstehen, wie die Nutrirex-Veröffentlichung einzuordnen ist und beginnen dabei mit den Limitationen des Grade-Systems bei der Bewertung ernährungswissenschaftlicher Evidenz. Interessanterweise haben die 3 Meta-Analysen, die die Autoren eingeschlossen haben, ergeben, dass der Konsum von weniger rotem Fleisch zu einer Risikoreduktion sowohl für die Gesamtsterblichkeit, die kardiovaskuläre Sterblichkeit und die Krebssterblichkeit also auch zu einer geringeren Inzidenz von Typ 2 Diabetes führt. Die Qualität dieser Ergebnisse ist allerdings als gering oder sehr gering eingestuft worden, und zwar anhand des sogenannten Grade-Systems. Und genau hier liegt das Problem. Denn so gut das Grade-System auch für klinische Interventionen und speziell die Pharmakotherapie geeignet ist, genauso wesentliche Einschränkungen zeigt es auch, wenn es um Einflussfaktoren wie Ernährung, Lebensstil oder Umwelt geht. Es wertet nämlich sehr undifferenziert Beobachtungsstudien ab und randomisiert kontrollierte Studien mit harten klinischen Endpunkten, also sowas wie Herzinfarkt oder Tod, auf. Das bedeutet, selbst wenn zahlreiche Hinweise aus Observationsstudien zusammenlaufen und für einen bestimmten Sachverhalt sprechen, zum Beispiel gesundheitliche Vorteile fleischarmer Ernährung, wird diese Evidenz systematisch als von niedriger Qualität abgetan. Tatsächlich ist es aber wichtig zu verstehen, dass das randomisiert kontrollierte Studiendesign in den Ernährungswissenschaften anders als in der Pharmakotherapie nicht den alleinigen Goldstandard darstellt. Es gibt einfach einige Zusammenhänge, die man mit diesem Studiendesign in den Ernährungswissenschaften nicht untersuchen kann. Wir machen das mal an 2 Beispielen deutlich. Erstes Beispiel: Transfettsäuren. Sie steigern das LDL-Cholesterin, während sie das HDL-Cholesterin sogar senken. Wir wissen also schon vorhinein, dass Transfettsäuren einen so gesundheitsschädlichen Mechanismus in Gang setzen, dass es ethisch einfach nicht vertretbar wäre, eine Gruppe von gesunden Menschen zu nehmen und sie Transfettsäuren essen zu lassen, nur um in einem bestimmten Studiendesign zu zeigen, dass Transfettsäuren schädlich sind.
Das gleiche Prinzip gilt natürlich für solche Zusammenhänge wie Rauchen oder Alkoholkonsum in der Schwangerschaft. Es gibt zu diesem Zusammenhang keine RCTs, es wird sie allerdings auch niemals geben und wir brauchen sie auch nicht zwingend. Das zweite Beispiel ist das Erforschen komplexer Ernährungsmuster, also wenn es nicht nur um ein Nahrungsmittel geht, sondern um alle Nahrungsmittel, die jemand isst. Nehmen wir mal die mediterrane Ernährung und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Man müsste eine Gruppe von Menschen, die sich vorher durchschnittlich ernährt, dazu bekommen, sich über Jahre hinweg strikt an einen mediterranen Ernährungsplan zu halten. Das würde eine Verhaltensänderung zu Studienzwecken bedeuten, was die allermeisten Menschen gar nicht erst tun wollen würden. Das heißt, man hätte schon mal Probleme mit der Rekrutierung, also die Leute überhaupt zusammenzubekommen. Und selbst wenn man sie initial zusammen bekäme, wäre wahrscheinlich im Verlaufe der Studie erstens die Dropout-Rate sehr hoch, es würde also viele Studienabbrecher geben, und zweitens wäre die Adhärenz voraussichtlich gering. Das heißt, die Leute würden sich nicht so streng an das Ernährungsprotokoll halten. Das würde wiederum die Aussagekraft der Studie mindern. Zusätzlich bräuchte man ja auch noch eine Kontrollgruppe, die über Jahre hinweg bestenfalls nichts an ihrer Ernährung ändert. Außerdem wüssten idealerweise beide Gruppen über den gesamten Studienverlauf hinweg nicht, zu welcher Gruppe sie gehören, wären also verblindet. Das ist aber schlichtweg unmöglich, weil Menschen einfach auf dem Teller vor sich sehen, ob sie etwas anderes essen als vorher oder nicht. Und natürlich schmecken sie es auch und stellen deswegen fest, zu welcher der beiden Gruppen sie gehören. Warum müsste so eine Studie überhaupt über eine lange Zeit ablaufen? Chronische Erkrankungen entstehen meistens einfach über einen langen Zeitraum, meistens über Jahrzehnte. Und auch Ernährungseinflüsse auf solche chronischen Erkrankungen, wie zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, lassen einfach relativ lange auf sich warten. Das heißt, man müsste Langzeit-RCTs durchführen. Die sind allerdings extrem teuer. In Anbetracht der Tatsache, dass es deutlich weniger finanzielle Förderung für ernährungswissenschaftliche als für pharmakologische Studien gibt, und angesichts der bereits genannten Herausforderungen wird deutlich, dass Langzeit-RCTs für viele Lebensstilfragestellungen ungeeignet sind und man sich in der Ernährungswissenschaft nicht von ihnen abhängig machen darf. Diese wichtigen methodischen Besonderheiten lassen die Autoren durch Nutzung des GRADE-Systems allerdings leider außer Acht und werten dabei, wie schon gesagt, relevante Ergebnisse aus Observationsstudien systematisch ab. Was uns zu unserem zweiten Punkt bringt, nämlich der Rolle prospektiver Beobachtungsstudien in Ernährungswissenschaften und in der Entwicklung von Ernährungsempfehlungen. Zunächst einmal haben prospektive Kohortenstudien maßgeblich dazu beigetragen, Zusammenhänge zu verstehen, die heutzutage unumstritten sind. Wie zum Beispiel der zwischen Transfersäure und Herz-Kreislauf-Erkrankung oder stark zuckerhaltiger Getränke und Typ-2-Diabetes. Außerdem gibt es, konkret bezüglich Fleisch, methodisch gute, groß angelegte Kohortenstudien, die aufzeigen, dass der Konsum von rotem und verarbeitetem Fleisch mit der Entstehung verschiedener Erkrankungen zusammenhängt. Ergänzend dazu gibt es starke mechanistische Evidenz, die es plausibel macht, dass der Verzehr von eben diesem Fleisch krebserregend ist. In Kombination mit mechanistischer Evidenz hätte die Evidenz aus Kohortenstudien allerdings nicht ab, sondern sogar aufgewertet werden sollen. Nicht umsonst hat die Internationale Agentur für Krebsforschung rotes Fleisch als Klasse 2 Karzinogen, also wahrscheinlich krebserregend, und verarbeitetes Fleisch als Klasse 1 Karzinogen, also ursächlich für die Krebsentstehung eingestuft. Wir müssen allerdings gar nicht außerhalb der Nutrirex-Veröffentlichungen nach Daten aus Kohortenstudien schauen. Innerhalb einer ihrer Meta-Analysen haben die Autoren eine 22%ige relative Risikoreduktion für die Entstehung eines Typ-2-Diabetes durch 3 Portionen weniger roten Fleisches pro Woche als sehr geringe Evidenz bewertet. Hierzu haben sie das, wie wir mittlerweile wissen, problematische GRADE-System genutzt. Zu der Abwertung hat außerdem die Nutzung zweier statistischer Methoden geführt, die sogenannte Heterogenität finden, also Unterschiede zwischen den Studienteilnehmern. Diese Testverfahren sind allerdings dafür bekannt, bei großen Fallzahlen wie hier vorhanden, Heterogenität zu detektieren, die nicht klinisch relevant ist. Apropos klinisch relevant, lasst uns spaßeshalber mal mit diesen Daten eine kleine Public Health Rechnung anstellen. Laut den Autoren führt die 22%ige relative Risikoreduktion zu 12 weniger Typ-2-Diabetes-Fällen pro 1000 Personen in knapp 11 Jahren. Diese Zahlen gelten sowohl für Nordamerika als auch für Westeuropa. Für Deutschland könnte das Folgendes bedeuten. Laut Gesundheitsministerium liegt die Diabetesprävalenz für 18- bis 79-Jährige bei 7,2%, wobei 90 bis 95% auf Typ-2-Diabetes fallen. In dieser Altersgruppe gibt es laut Statistischem Bundesamt 63,7 Millionen Menschen. Laut Studie sind es ja 12 weniger Diabetesfälle pro 1000 Personen, das heißt 63,7 Millionen mal 0,012 und das wiederum mal 0,9, um nur Typ 2 Diabetes einzuschließen.
Das wären 687.960 weniger Typ-2-Diabetes-Fälle über einen Zeitraum von 10,8 Jahren. Pro Jahr würde das 63.700 weniger Diabetes-Fälle durch 3 Portionen, das heißt nur 150 Gramm weniger verarbeitetes Fleisch pro Woche bedeuten. Auf individueller Ebene könnte das also für über 60.000 Menschen bessere Lebensqualität, höhere Lebenserwartung, mehr Einkommen und längere gesunde Lebenszeit bedeuten. Hinzu kommt, dass die Behandlung einer Person mit Diabetes laut International Diabetes Federation in Deutschland etwa 4.000 und laut den wissenschaftlichen Diensten des Bundestages sogar etwa 5.000 Euro pro Jahr kostet. Der Verzehr von 3 Portionen weniger verarbeitetem Fleisch pro Woche könnte also zu einer Einsparung von Gesundheitsausgaben zwischen 254 und 318 Millionen Euro pro Jahr führen. Es ist also recht unglücklich, dass die Mitglieder des Nutrirex-Konsortiums solche Ergebnisse basierend auf einem Bewertungssystem, das gar nicht für die zugrunde liegende Studienart geeignet ist, abwerten und somit wichtige Informationen verloren gehen. Und das ist umso verwunderlicher vor dem Hintergrund, dass es besser geeignete Bewertungssysteme gibt, unter anderem eine auf die Ernährungswissenschaften angepasste Version des Grade-Systems, das sogenannte Nutri-Grade-System. Wendet man dieses auf eine kürzlich erschienene Meta-Analyse an, zeigt sich für den Zusammenhang zwischen rotem und verarbeitetem Fleisch und Typ-2-Diabetes nicht etwa eine geringe bis sehr geringe, sondern eine hohe Qualität der Evidenz. Okay, es hat jetzt etwas länger gedauert zugegebenermaßen, sich die ersten beiden Punkte anhand von Beispielen anzusehen. Aber ich denke, dass es durchaus sinnvoll sein kann, um ein etwas besseres Gefühl für die Materie zu entwickeln. Die nächsten drei Punkte werden wir jetzt etwas schneller besprechen. Machen wir also weiter mit der Fehlinterpretation der Women's Health Initiative als eine Fleischreduktionsstudie. Und der Titel beschreibt ja schon ziemlich genau, worum es geht. In einer ihrer Systematic Reviews haben die Autoren die Women's Health Initiative Studie eingeschlossen. Durch ihre Größe hat sie das Ergebnis dieser Übersichtsarbeit, nämlich, dass weniger rotes Fleisch einen geringen oder keinen Effekt auf kardiometabolische Endpunkte oder Krebsmortalität und Inzidenz hat, maßgeblich beeinflusst. Das Problem hieran ist allerdings, dass die Women's Health Initiative Studie überhaupt keine Fleischreduktions-, sondern eine Fettreduktionsstudie war. Insgesamt haben die Teilnehmerinnen über 3 Jahre nur 1,4 Portionen weniger Fleisch pro Woche verzehrt und sich außerdem über den Verlauf der Studie immer weniger an die Fettreduktion gehalten. Zwar wurde diese relativ wenig aussagekräftige Studie eingeschlossen, andere Interventionsstudien, die durch weniger Fleischverzehr ein geringeres kardiovaskuläres Risiko zeigen konnten, wurden allerdings außer Acht gelassen. Kommen wir zu Punkt 4, nämlich der Begründung für den fortgesetzten Fleischkonsum auf Basis von Lebensmittelpräferenzen. Auch hier beschreibt der Titel schon relativ gut, worum es geht, denn in diesem Systematic Review wurde überhaupt gar nicht untersucht, ob Fleischkonsum gesundheitsschädlich ist oder nicht, sondern letztlich nur, wie gerne Menschen Fleisch essen. Und wenig überraschend essen Mischköstler gerne Fleisch und sind auch nicht gewillt, das Verhalten zu verändern, selbst wenn dadurch Gesundheitsschäden eintreten könnten. Dieses Ergebnis zu nutzen, um die Empfehlung auszusprechen, dass Menschen weiterhin rotes und verarbeitetes Fleisch konsumieren sollten, folgt allerdings der gleichen Logik, als würde man Rauchern, die gerne rauchen, aufgrund von dieser Präferenz empfehlen, einfach weiter zu rauchen. Zusätzlich gibt es Hinweise auf methodische Mängel in der Erhebung dieser Menschen, die gerne Fleisch essen, essen gerne Fleisch-Daten. Zum Beispiel wurden die Validität, also ob ein Test tatsächlich das misst, was er messen soll, und die Reliabilität, also ob ein Test bei wiederholter Durchführung zuverlässige Ergebnisse liefert, für die genutzten Ernährungsfragebögen nicht angegeben. Und die quantitative Auswertung dieser Daten wurde in der Studie nicht veröffentlicht. Darüber hinaus steht es völlig außer Frage, dass Lebensmittelpräferenzen nicht die Grundlage für die Entwicklung von Ernährungsrichtlinien darstellen sollten. Was allerdings für uns alle von Interesse bei Ernährungsrichtlinien sein könnte, ist der Einfluss unserer Ernährung auf den Klimawandel. Was uns zu unserem letzten Punkt bringt, nämlich, dass das Nutrirex-Konsortium diesen Aspekt gänzlich ausgelassen hat. Natürlich kann man argumentieren, dass man den Einfluss bestimmter Nahrungsmittel auf Individualgesundheit wissenschaftlich getrennt von anderen Faktoren betrachten sollte. Und es gibt auch sicherlich Situationen, in denen das sinnvoll und richtig ist. Verfasst man allerdings als wissenschaftliches Konsortium Dietary Guideline Recommendations, also konkrete Empfehlungen für die Entwicklung von Ernährungsrichtlinien mit direktem Einfluss auf die öffentliche Gesundheit, wirkt es schwer verständlich, den Klimawandel als die größte globale Gesundheitsbedrohung des 21. Jahrhunderts auszuklammern.
Die Klimakrise ist eine Gesundheitskrise und es liegt auch in der Verantwortung von uns allen im Gesundheitswesen, die notwendigen Veränderungen mit auf den Weg zu bringen. Innerhalb dieser Veränderungen spielt der weltweite Fleischverzehr nach aktuellem wissenschaftlichen Konsens eine Schlüsselrolle. Laut der Food and Agriculture Organization, FAO, der Vereinten Nationen, beträgt der Anteil der industriellen Tierhaltung an den globalen Treibhausgasemissionen 14,5%. Hinzu kommt, dass die Herstellung tierischer Produkte 83% der weltweit genutzten Landwirtschaftsflächen in Anspruch nimmt und über die Hälfte der landwirtschaftlich verursachten Wasser- und Luftverschmutzung bedingt. Der Gesamtbevölkerung stellen tierische Produkte gleichzeitig aber nur 18% der Gesamtkalorien zur Verfügung und sichern lediglich 37% der Proteinversorgung. In der Medizin sollten wir uns in diesem Zusammenhang auch deswegen kümmern, weil in Zukunft immer mehr Menschen gesundheitlich, sowohl körperlich als auch psychisch, vom Einfluss des Klimawandels betroffen sein werden. Präventiv können wir alle glücklicherweise schon heute durch klimafreundliches Verhalten tätig werden. Zum Beispiel durch den vermehrten Konsum pflanzlicher Proteinquellen, die eine deutlich bessere Klimabilanz aufweisen als diejenigen tierischen Ursprungs. Bevor wir zum Ende kommen, möchte ich gerne noch auf drei zusätzliche Punkte hinweisen. Erstens ist es sehr irreführend, dass das Nutrirex-Konsortium seine Ergebnisse als Guidelines, also Richtlinien, herausgegeben hat. Richtlinien werden normalerweise nicht von selbsternannten Expertengremien, sondern nach wissenschaftlichem Konsens von offiziellen Fachorganisationen, wie zum Beispiel der Deutschen Gesellschaft für Ernährung oder nationalen Regierungen, wie im Falle des Canada Food Guide, herausgegeben. Zweitens basieren die Guidelines laut der durch das Nutrirex-Konsortium selbst veröffentlichten Studien auf schwacher bis sehr schwacher Evidenz. Auf dieser Grundlage Empfehlungen zu geben, die gegen alle internationalen Leitlinien sprechen, ist nicht nur wissenschaftlich, sondern auch ethisch extrem fragwürdig. Denn wie immer gilt in der Medizin der Grundsatz primum non nocere, also zunächst einmal nicht schaden. Und es gibt genügend Evidenz, die nahelegt, dass der Verzehr von rotem und verarbeitetem Fleisch gesundheitlich schaden kann. Allerdings keine Evidenz dafür, dass Fleischreduktion das tut. Kommen wir zum dritten und letzten Zusatzpunkt. Natürlich sollte man dem Nutrirex-Konsortium zunächst einmal den Benefit of the Doubt geben. Also annehmen, dass sie nichts von all den Punkten wussten, die wir jetzt besprochen haben und somit aus Versehen einige Fehler begangen haben, die zu einer missverständlichen Endaussage geführt haben. Bei der Offensichtlichkeit einiger der Fehlaussagen fällt das generell schon schwer. Und das fällt besonders schwer, wenn man weiß, dass der Hauptautor der Studie, Bradley C. Johnston, relevante Interessenskonflikte bezüglich zweier großer Lobbyverbände zunächst nicht angegeben und erst aufgrund von öffentlichem Interesse im Rahmen einer Korrektur nachgereicht hat. Darauf werden wir jetzt allerdings nicht mehr genauer eingehen. Wer Interesse daran hat, findet einen entsprechenden Artikel aus der New York Times in einem Link unter dem Video. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Ergebnisse des Nutrirex-Konsortiums keinesfalls nahelegen, dass Erwachsene weiterhin so viel rotes und verarbeitetes Fleisch essen, wie sie es bis jetzt tun. Der meistzitierte Ernährungswissenschaftler der Welt, Professor Walter Willett der Harvard-Universität, hat diese Schlussfolgerung als ungeheuerlichsten Missbrauch wissenschaftlicher Daten bezeichnet, den er jemals gesehen hat. Denn vielmehr bestätigen die Daten den aktuellen internationalen Konsens zur Reduktion von rotem und verarbeitetem Fleisch. Was die Ergebnisse auch klar machen, ist, dass man sowohl beim Lesen reißerischer Schlagzeilen als auch bei der Bewertung wissenschaftlicher Evidenz aufmerksam sein sollte. Richtigerweise zeigen die Ergebnisse unter anderem auf, dass die aktuelle ernährungswissenschaftliche Studienlage natürlich nicht perfekt ist und es weiter Ungewissheiten gibt. Allerdings sollten wir nicht in die Falle tappen, absolute Beweise zu fordern, bevor wir Public Health Maßnahmen umsetzen. Denn wie Sir Austin Bradford Hill, ein Pionier der randomisiert kontrollierten Studie, der als erster einen Zusammenhang zwischen Rauchen und Lungenkrebs aufzeigte, bereits vor 55 Jahren prägnant beschrieben hat: Jegliche wissenschaftliche Arbeit ist unvollständig, ob aus Beobachtungs- oder experimentellen Studien. Jegliche wissenschaftliche Arbeit ist dazu verpflichtet, von neuen Erkenntnissen umgestoßen oder verändert zu werden. Das verleiht uns allerdings nicht die Freiheit, Wissen zu ignorieren, das wir bereits haben, oder die Handlungen aufzuschieben, die es zu diesem Zeitpunkt zu verlangen scheint. Ich hoffe, dass euch das Video weitergeholfen hat und vielleicht hattet ihr auch etwas Spaß dabei, euch das Video anzusehen. Falls dem so sein sollte, dann abonniert gerne unseren Kanal, aktiviert die Benachrichtigung und wir freuen uns natürlich auch sehr darüber, wenn ihr uns einen Kommentar hinterlasst und mit uns in Austausch geht. Ich wünsche euch alles Gute, wir sehen uns im nächsten Video.